und herzlich willkommen. Seht ihr das schon? Ja, erstmal der kleine L'Oreal Adventskalender. Es gibt zwei und ich habe auch den größeren. Und heute packen wir aber erstmal den kleinen aus, weil ich mit euch gerne mal schauen möchte, welcher ist besser, der kleine oder der große. Und deswegen packe ich den mal mit euch zusammen aus. So, ich habe mir schon eine Schere zurechtgelegt. Ich war heute mal ganz schlau und wollte mal mit euch hier zusammen den öffnen. Hier ist noch so ein, ja, genau, so ein kleiner Kleber drauf. Und jetzt packen wir den mal aus. Er ist ja echt klein, ne? Niedlich. So. Ja, ihr werdet lachen. Irgendwie brauche ich auf jeden Fall ein Mascara. Ich weiß nicht, ob hier einer drin ist, aber ich glaube, in dem größeren ist auf jeden Fall einer drin. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht so sehr viel von L'Oreal und deswegen, ich bin ja immer gerne so, dass ich auch teste. Das Besondere an diesem Adventskalender sind, dass es nur 12 Türchen hat. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich hätte ja noch verstanden, wenn man jeden zweiten Tag einen hat, aber ist egal. Mal sehen, ob sich der lohnt, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist und ob hier gute, interessante Produkte drin sind. Ich gehe da mal einfach so ganz locker ran, gucke mir das an und dann schauen wir uns auch noch mal den großen Adventskalender an. Und jetzt erstmal den kleinen. Ja, also 12 Türchen, mehr habe ich heute nicht zu bieten. Wir schauen mal rein. So, ich fange dann natürlich bei der 1 an. Oh, schön. Da ist ja gleich mal ein Mascara drin. Okay, den kenne ich nicht. Oh, ich brauche unbedingt Mascara. Ich habe irgendwie total krass aussortiert. Und was ich jetzt wieder hier irgendwie getestet habe, das waren nicht so dolle. Und ich habe mir heute schon wieder einen neuen Sky High gekauft, weil ich heute Morgen erst gemerkt habe, Mensch, irgendwie sind die Produkte nicht mehr so gut. Und was ich hier habe, gefällt mir nicht. Ich brauche so einen so für jeden Tag. Und den würde ich dann mal testen. Oh, die Bürste gefällt mir aber sehr gut. Ich kenne ja noch nicht so viel. Den habe ich mich noch nicht getraut zu testen. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade froh, dass ich ihn habe zum Testen. Die Bürste ist unwahrscheinlich gut. Das ist so eine kurze und die ist auch ganz flexibel. Ja, so kann man denn mal Produkte testen. Bin ich gerade total angenehm überrascht. Total. So, dann schauen wir mal, was bei der 2 drin ist. Fällt der runter? Ja. Ich werde wahrscheinlich runterfallen. Das ist richtig schwer, das Ding. Ah, ein Shampoo in einer Reisegröße. Das ist ja niedlich. Das ist sogar was, wo ich das Trockenshampoo hatte und den Geruch unwahrscheinlich gerne mochte. Hier habt ihr ein super Aufbaushampoo. Ja, ich fürchte, dass ich es nicht testen kann oder nicht testen möchte, weil hier Hyaluron, weil hier Silikon mit dran ist. Ich mag das nicht so gerne. Aber gut, ich finde das voll süß zum Verschenken. Also für mich ist es jetzt nichts, aber ich finde es voll süß zum Verschenken, oder? Und ich mag so Mini-Produkte. Das mag ich. Also das ist jetzt hier auch kein Flop oder so, sondern das ist ja eine richtig schöne Größe. Wie viel? Ja, 90 Milliliter habe ich mir gedacht, weil das ist richtig schwer, das Ding. Schon mal auch super. Oh, 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 ich sehe schon alles runterfallen. Gut, die Nummer 3 ist leicht. Da könnte irgendwie so ein Puderquast oder so drin sein vielleicht. Ja, schon ein bisschen Erfahrung. Nee. Super. Hier ist ein Lidschatten drin und ich liebe diese Lidschatten. Die sind so, die haben so einen, irgendwie so einen Namen mit Öl und ich weiß, dass die ganz toll sind. Lidschatten mit edlen Ölen. Ombretto. Oh, schön, lass mal aufmachen. Boah, ich liebe den. Ich hoffe, dass er nicht ganz so doll ist. Versuche ihn mal, ohne mich zu verletzen. Guck mal, kennt ihr die Lidschatten von L'Oreal schon? Die sind richtig gut. Guck mal, die sind ganz cremig. Ja, ich war nur ganz kurz hier drin. So, dann und dann. Und jetzt könnt ihr gleich mal gucken, wie cremig die sind. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Das ist eine gute Pigmentierung. Ich kann mich immer beäumeln, wenn Leute
Guck mal, ich kann fast rundherum malen. Wenn Leute schreiben, voll die gute Pigmentierung, das heißt gar nichts, wenn ihr Farbe abbekommt auf den Finger, sondern ihr müsst so eine Geschmeidigkeit zeigen können. Und ja, ich bin begeistert davon und ich bin auch begeistert von L'Oréal, weil ich jetzt endlich weiß, dass L'Oréal keine Tierversuche mehr macht. Und da bin ich sehr, sehr überrascht. Also da habe ich mich auch etwas länger mit Steffi von Mama Co. unterhalten und sie hat ein richtig tolles Video drüber gemacht, wo sie das ganz genau erklärt hat. Sie war auch im Labor und dieses Video kann ich euch mal verlinken, falls ihr das wissen möchtet. Also da, falls ihr da irgendwie noch unsicher seid, so mit L'Oréal oder so, ich bin es jetzt nicht mehr, nachdem ich mich mit Steffi unterhalten habe. Ich fand das richtig spannend, das Gespräch, und sie hat mir das so richtig toll erklärt. Und dass die zwar immer noch diesen blöden Ruf haben, aber dass das schon lange nicht mehr der Fall ist. Also hier bin ich einfach begeistert, dass ich dann jetzt auch mal L'Oréal-Produkte testen kann. Ich freue mich total, weil das irgendwie toll ist. Ja, lass uns einfach mal weitermachen. Tolle Produkte. So, ich versuche noch. Dass es noch ein bisschen stehen bleibt. Okay, die Nummer 4. Bis jetzt schon mal Bombenkalender. Sehr schön. Das wird ein Lippen, ja, ein Lip Liner sein. Sehr gut. Ich mache ihn mal auf, weil ich ihn euch swatchen möchte. Oh, es geht direkt mal einfach auf. Sonst ist das immer so ein Drama. Scheint auch eine sehr gute Farbe zu sein. Oh, so ein richtig schönes Rot. Guck mal. Oh, der wirkt auch sehr cremig. Und wartet mal ganz kurz. Ich muss einmal kurz meine Leopardenbrille aufsetzen. Ich weiß, dass ich immer gefragt werde nach den Farben. Oft seht ihr das aber auch selber, wo der Adventskalender, wo es den zu kaufen gibt, da steht meistens auch dann hinten noch drauf, welche Farben das sind. Ich sage es trotzdem einmal, das ist die 124 und dann Silvus Plan. Ja, Französisch, das kann ich nicht. Silvus Plan. Gut, dann wollen wir die Nummer 5. Lalala. So gut, dann machen wir es so. Du hast es so gewollt, Adventskalender. Oh Mann, warum ist denn das nur ein kleiner? Da freue ich mich ja jetzt schon auf den großen. Ah, der soll so weitergehen. Das macht Spaß. Das ist ja schon echt viel besser wie andere Kalender. Okay. Wartet kurz. Also hier steht was drauf von Paradise. Ich vermute ein Augenstift, aber ich weiß es nicht so genau. Ich kenne ja die Produkte von L'Oréal gar nicht so gut. Ich habe da ja immer einen Bogen drum gemacht, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Midnight Black. Ach so, dann wird das ein ganz normaler Kohlekajal sein. Ja, genau. Kann man den auch mal testen. Der ist wunderlicherweise ganz schön cremig. Also der geht voll leicht ab. Der ist fast wie so ein Gel-Stift. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so benutzen würde, aber er ist jedenfalls nicht schlecht. Ne? Ich mag halt nicht so gerne so zum Anspitzen, obwohl es eigentlich ein bisschen besser ist. Ne? Na gut. Oh, die Nummer 6. Nikolaus. Tada! Super! Das ist ein Poren-Minimizer und zwar ein Primer. Finde ich gut. 1% AHA, LHA, BHA-Komplex. Oh meine Güte. LRS, BHA, AHA, lalala, malala. Okay, also ein Poren-Minimizer-Primer. Ist doch gut, oder? Ja. Aber wo steht jetzt der Name Primer? Manchmal denke ich mir ja auch einfach irgendwas dazu. Ach, da oben steht Primer. Ja, dann ist gut, nicht, dass ich mir wieder irgendwas denke. Das passiert manchmal. Ich denke mir auch Wörter aus. Die lese ich dann und die sind gar nicht da. Ja, ich weiß. Balla balla.
Lalala. Ja, sowas passiert. Dann denke ich sowieso, da stand doch das und das drauf und dann stand das da gar nicht drauf. Dann habe ich das irgendwo anders gelesen. Ja, da kriegen die da oben sich so ein bisschen. Lol. Ihr wisst schon. So ganz langsam jetzt. Ich wollte jetzt hier schon die 11. Ganz entspannt. Die Nummer 7. Also bis jetzt ist das ein Bombenkalender, auch wenn da nur 12 Pakete drin sind, aber wenigstens 12 vernünftige. Der gefällt mir gut. Oh. Wisst ihr, warum ich das jetzt toll finde? Nicht nur wegen die Qualität, sondern wegen. Moment, sonst ritze ich mich hier. Oh mein Gott. Weil, oh, jetzt habe ich den ganzen Tisch hier. So, es geht noch. Weil die Qualität sowieso von diesen Lidschatten, die sind Bombe. Nee, was ich jetzt toll finde, ist, dass ihr dann ein Schminki da drin habt. Tatsächlich habt ihr ein Schminki. Lippen, Augen, ja. Sogar ein Primer. Alles dabei. Also hier, ganz toll. Die sehe ich allerdings auch immer in der Drogerie. Ne? Die könnt ihr da echt super, super einfach auch kaufen. Damit werde ich mich mal schminken. Da bin ich gespannt. So, jetzt die Nummer 8, glaube ich. Ja, Gott, 12 Pakete und ich habe schon keinen Überblick. Na denn, läuft. Ach, Mist, weil ein Mascara, worüber ich mich total freue. Mascara testen macht so Spaß, ne? Aber es ist die Telescopic und die mag ich gar nicht. Ich hasse die Bürste. Ich hasse die Bürste. Die ist wie so ein Paddel und ich hau mir jedes Mal eins voll ins Auge, ne? Das ist eine ganz eigene, komische Bürste. Ja. Ich meine, ich kann das ja noch mal versuchen, aber bis jetzt war ich da echt nicht begeistert von. Sie ist wasserfest. Ich wollte nämlich gerade sagen, blau, das ist oft bei Mascaren oder Mascaras, dass wenn da irgendwas mit blau ist, dass sie dann wasserfest sind. Die ist sogar wasserfest. Eigentlich ja voll das tolle Megaprodukt, ne? Kostet ja auch schon, glaube ich, 15 Euro. Hä, ich habe das irgendwie gar nicht erwartet, dass der Adventskalender von L'Oréal so toll ist. Wird das noch sehr viel schlechter? Nein, wird es nicht. Hier ist sogar eine Maske drin. Okay, Vitamine. Revitalift. Sofort strahlendere Haut. Schöne Serummaske. Fühlt sich aber nach einem Tuch an. Das ist schon eine Tuchmaske, aber wahrscheinlich, ne, ist doch eine Tuchmaske. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber mit Serum drin. Oh, wie schön. Hä, was ist das für ein Kalender? Der ist ja voll toll. Das ist ja gruselig. L'Oréal, L'Oréal. Die wollen mich schnappen. So. Spülung. Neunzig Milliliter. So sieht Begeisterung aus bei mir. Wow. Es gibt jetzt her den Rest. Jetzt muss ich's wissen. Ja, natürlich, ein Lippenstift, natürlich, ein Lippenstift. Wow. Moment mal, hier hinten ist. Ein Schild, das muss kurz ab. Ich will hier nicht zerkratzen, weil ich das gerade voll hübsch finde, dieses matte Schwarze. Ich mag nämlich Schwarz. Hat noch keiner gemerkt von euch, oder? Dass ich Schwarz mag. Gut. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Schade, dass ich was drauf habe. Ja, genau. Es ist auch noch voll die krasse, wunderschöne, tolle Farbe. L'Oréal ist so gemein. Ich mache das hier. Ich mache jetzt meinen Lippenstift ab, weil ich jetzt sehen will, wie die Farbe aussieht. So, das war gerade Nabla, was ich drauf hatte.
Welche Farbe, wartet, ich sag's euch, oft werde ich danach gefragt und dann weiß ich das nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell einmal für die Leute das sagen, die immer danach fragen. Weil manchmal kriege ich nach einem halben Jahr oder so die Frage, welchen Lippenstift hattest du drauf, dann weiß ich das nicht mehr. Das ist die Farbe Red Saphire, bekommt ihr bei Pirsch, ist Nabla. Das ist so einer, ne? So sieht voll krass aus, aber wenn ihr den drauf habt, habt ihr ja gesehen, dann ist der überwiegend Pflege. So, aber meine Damen und Herren, ich muss jetzt den drauf machen, weil ich den so schön finde. Und das ist die Farbe, kann man es sehen? 602. Ich muss es sehen, wie das aussieht. Oh, ich wusste, dass der gut aussieht. Oh. Ja, also wirklich, dieser Kalender ist anstrengend. Also manchmal ist der Kalender anstrengend, weil er so doof ist und ich mich die ganze Zeit aufrege. Und dieser Kalender ist anstrengend im positiven Sinne, weil ich alle Produkte toll finde, weil ich mir schon doof vorkomme, dann immer zu sagen, oh toll, L'Oréal kennt mich gar nicht. Niemand von L'Oréal kennt mich. Nicht, dass ihr das denkt. Ich habe den Kalender auch selber gekauft. Ich schreibe das auch immer extra rein. Ach, der ist so schön. Was ist das denn für eine Farbe? Ich kriege gar nicht genug. Ne, ich male hier schon eine Stunde. Also wow, was ist das für ein toller Lippenstift und was ist das für eine tolle Farbe? Ich fühle mich damit voll krass. Das sieht so schön aus, oder? Ist das nicht genau meine Farbe? Guck mal. Du, den nehme ich jetzt immer mit, du, in der Hosentasche. Voll toll, voll toll. Achso, wir haben ja noch eins. Okay. Okay, hier ist noch ein Lippenstift drin. Ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht. Ich hätte mir jetzt einen Rouge gewünscht, ehrlich gesagt. Ein Rouge oder ein Bronzer. Das ist ja so richtig der Burner. Jetzt ist hier noch ein Lippenprodukt. Okay, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich mache trotzdem mal das Schild hier ab. Ich versuche es jedenfalls. Moment. Oh, schade, das ist gerade schwierig abzubekommen. Das ist ja hier gerade so voll wunderschön, so dieses Goldene, ne? Ja, also, mal so nebenbei gefragt, kauft ihr euch diesen Adventskalender mit 12 Sachen drin? Spart man da Geld? Kauft ihr euch den doppelt? Es ist gerade voll edel. Ich kann gerade nicht meckern, weil das auch eine sehr schöne Farbe ist. Ich mache den mal rauf. Und weil der einfach wunderschön, oh Gott, da macht die dann auch voll die krasse Form aus diesen Lippenstift. Also die wissen ja irgendwie auch, worauf wir Frauen so stehen, ne? Guck mal. Voll so besonders. Es sieht aus wie so ein 200-Euro Lippenstift von Dior oder so. So sieht der aus. Oh Gott, ist das krass. Aha. Guck mal. Ich will den jetzt nicht abmachen, den ich drauf habe. Aber der ist auch so schön. Ich mache ihn jetzt drauf. Komm, ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Ich habe es versucht. Oh, meine Güte, macht der gute Laune. Also, wenn ihr schlechte Laune haben solltet, kauft euch den Adventskalender von L'Oréal. Habt ihr gute Laune sofort. Oh, ist sehr weich. Oha. Also wusste ich ja auch nicht, dass sowas geht. Aber auf den Lippen ist der auch noch voll weich und geschmeidig. Der geht drauf wie Butter. Kennt ihr Butter, wenn ihr euch ein Brötchen schmiert und dann gibt es einmal so Butter, die holt ihr direkt aus dem Kühlschrank und denkt so, oh Gott, warum habe ich die nicht rausgeholt? Dann gibt es Butter, die so ein bisschen in der Sonne gestanden hat. Die ist dann so total weich. Und dann gibt es Butter, die ist einfach perfekt in der Konsistenz. So ist der. Der flutscht da so rüber, die Lippen rüber, du.
Ja, okay. Ja, also ist jetzt irgendwie gar nicht schlimm, dass da zwei Lippenstifte drin sind, weil das, oh, guck mal. Ohne Worte. Das war, auch wenn das nur 12 Türchen sind, aber das war mit Abstand. Ich weiß ja nicht, aber das, also der ist ja toll. Also, nee, also wirklich mal jetzt. Zwei Mascara drinne, Shampoo mit Spülung, zwei richtig tolle Lippenstifte, die mir so richtig gefallen, eine Tuchmaske, ganz, ganz toller Lidschatten. Ach, Primer, okay. Nee, da kann man nicht meckern. Und sogar noch ein schwarzer Kajal. Und der ganze Tisch ist jetzt hier voll geschmiert mit das hier. Okay. Ja, also da kann ich nicht zu sagen. Also da braucht ihr mich nicht, gar nicht zu fragen, ob ihr den kaufen sollt. Ja, sollt ihr. Auf jeden Fall kauft den Kalender. Der ist klasse. Das ist mit einer der besten Adventskalender, die ich bis jetzt ausgepackt habe. Richtig toll. Braucht man gar nicht so viel Geld ausgeben. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit anderen Kalendern, na, ihr habt ja wahrscheinlich meine Videos gesehen. Ich bin ja manchmal auch so richtig, ne, so, manchmal bin ich so, aber der Kalender, also, und ich hätte das so richtig gerne rausgehauen, dass der mir nicht gefällt. Ich bin ja dann auch nicht so, ne? Also ich bin ja hier eigentlich immer total offen. Mir macht es immer Spaß, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet. So, ich mache Schluss. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Kalender. Würde ich euch sofort weiterempfehlen. Und jetzt höre ich auf. Schluss. Ich bin so in Love mit diesen Farben von den Lippenstiften. Das gibt es gar nicht. Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart. Sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich seid ihr morgen auch wieder dabei. Dann werden wir mal den großen auspacken. Mal sehen, was da alles drin ist. Oh Gott, ich habe voll die krasse Vorfreude jetzt. Aber jetzt ist es schon wieder schwierig. Jetzt habe ich wieder voll die Erwartungen. Ich hoffe, der enttäuscht mich nicht. Also der Kleine war super. Damit habe ich nicht gerechnet. So, ich sage Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und bleibt gesund. Tschüss.